Hallo liebe Counter-Strike-Community, Benny hier. Wir sind heute wieder hier im Gooseegg und heute mit einer etwas speziellen Runde. Heute geht es um das Thema Talentförderung im E-Sport. Talentförderung, Nachwuchsarbeit und ganz speziell in Counter-Strike. Aktueller Anlass ist die Verpflichtung von dem Kollegen unter mir, QB, auch Chan, richtiger Name. Neuverpflichtung bei Sprout. Daneben, quasi rechts unter mir, haben wir Daniel Paulus, Manager von Sprout, und oben drüber haben wir den Jörg Adami von der eSports Player Foundation. Schön, dass ihr alle heute hier seid. Sehr interessantes Thema. Ich würde einfach mal bei Chan anfangen. Du bist jetzt seit kurzem bei Sprout unter Vertrag als sechster Spieler, hast auch schon deine ersten Officials gespielt. Sag mal, was war das für ein Gefühl, als du mitbekommen hast, dass das halt in diese Richtung gehen wird? Ja, also erstmal an dem Tag, wo es 16 wurde, am 16.03., das war wahrscheinlich der beste Tag in meinem Leben. Und als ich dann auch mein erstes Official, beziehungsweise als ich dann wusste, dass ich mit Sprout zusammenarbeiten darf, bei den Prags dabei sein darf und auch die Official spielen darf, das war wirklich ein sehr schönes Gefühl. Und es fühlt sich schon so an, als ob ich irgendwie seit mehreren Monaten mit den Jungs zusammenarbeiten würde. Und ja, es ist einfach sehr schön, mit den Jungs zusammenzuarbeiten und macht mir sehr viel Spaß. Sehr schön, sehr schön. Man merkt, du bist richtig heiß drauf, Profi ja, Counter-Strike zu spielen. Ja. Daniel, wie ist es denn dazu gekommen? Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das keine Hauruck-Aktion ist. Bei euch ist ja alles immer ein bisschen länger geplant. Erzähl mal, wie ist der Kontakt zustande gekommen und wie hat sich das Ganze dann am Ende finalisiert? Ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht mehr, woher ich Chan eigentlich kenne. Er war auf einmal auf dem Teamspeak, wo ich immer bin. Da habe ich ihn dann kennengelernt über einen Kumpel von uns, Peter. Und wir haben dann ab und zu mal miteinander gegamed und dann hat man schon gesehen, boah, der ist richtig heftig. Dann hat er immer mehr Spieler aus der deutschen Szene kennengelernt und hat mit denen gegamed und alle haben die Rückmeldung gegeben, boah, der ist gut, aus dem kann was werden. Wer hat dann mit Faben gespielt, mit unserem Coach Jansen, mit Krimbo und was weiß ich was alles, und von allen kam eine ähnliche Rückmeldung. Und da er noch nicht 16 war, konnten wir ihn nicht spielen lassen aufgrund der Reglements in Counter-Strike. Dann haben wir einfach gesagt, okay, er ist Streamer, aber wir werden uns was überlegen, wie wir das machen. Wir haben ja keinen Platz frei im Team, und aber irgendwas muss man machen. Du kannst natürlich die Möglichkeit von Academy-Teams nehmen. Das macht Big aber ja schon sehr gut. Und außerdem hast du da auch wieder Probleme mit den Liga-Veranstaltern, nicht selber Liga sein, nicht selber Qualifier spielen. Und wir haben uns jetzt überlegt, was wir machen können. Und dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass Chan noch sein Abitur machen soll, will, von ihm aus, von seinen Eltern aus, ist auch der richtige Weg, genau der richtige Weg. Und genau in der Zeit habe ich dann auch Jörg kennengelernt und das mit der EPF kam ins Rollen. Und Jörg hat mir dann erzählt, was die alles machen können, und ich dachte mir, boah, das wäre richtig geil. Also da könnte man jetzt richtig was draus machen. Er könnte seine Schule machen, wenn wir das hinkriegen, oder wenn Jörg das schafft. Er könnte bei uns was lernen und man könnte einfach mal versuchen, die Entwicklung eines Spielers in Deutschland zu beschleunigen, ohne dass er sich hochzukämpfen hat, wenn er das Potenzial dazu hat. Vor allem noch in Verbindung halt mit der Schule. Und dann ging das so seinen Weg sozusagen. Und dann wurde mit Jörg geredet, dann hat Jörg mit Chan geredet, dann haben die mit der Schule geredet, dann habe ich eine E-Mail an die Schule geschrieben, wie bei so einem Profi-Teil aus oder so ein Profi-Alltag aussehen würde. Also war dann einfach ein Prozess, aber dazu kann Jörg mehr sagen, denke ich, und Chan. Aber wie gesagt, wir haben uns kennengelernt, man hat das Potenzial gesehen und es war einfach klar, okay, wir wollen irgendwas machen. Und damit man einfach eine Entwicklung von dem Spieler schneller voranbringen kann. Du hast schon gesagt, Jörg kann da viel zu sagen. Ich fand, da waren jetzt tatsächlich auch, da sind sehr viele Fragezeichen aufgeploppt. Jörg, erstmal ganz kurz, erzähl doch mal, was ist deine Rolle bei der eSports Player Foundation? Und dann im Anschluss, was ist denn die Rolle in deiner ganzen Situation mit Chan? Was hast du damit zu tun gehabt? Total gern. Also Rolle, das ist recht überschaubar hier, weil wir jetzt keine große Organisation sind mit hunderten Mitarbeitern, von daher machen wir alle alles. Also ich bin einer von zwei Gründern der Institution. Und warum habe ich das gemacht oder warum bin ich total überzeugt davon, dass das totalen Sinn macht? Es hat viel mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich war die letzten 10 Jahre Vorstand der größten europäischen Athletenförderinstitution im traditionellen Sport, der Deutschen Sporthilfe. Da ist einer der geilsten Jobs der Welt, weil du halt die Chance hast,
ja, tollen Menschen wie in Chan, also jungen Talenten, die Leidenschaft haben und etwas erreichen wollen, einen Traum haben, der Beste der Welt zu werden, zu helfen kannst, diesen Traum wahrzumachen und gleichzeitig so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, dass es auch eben, auch wenn es nichts klappt, was immer passieren kann und dieses Risiko, das du eingehst, wenn du dich für einen Leistungssport entscheidest, ist halt immens, weil du das Einzige, was du sicher versprechen kannst, ist, dass Blut, Schweiß und Tränen kommen. Ob sich am Ende halt wirklich auch Erfolg einstellt, hängt auch von ganz vielen Faktoren ab, die du selber gar nicht so beeinflussen kannst. Und am Ende ist es immer das Gleiche. Wenn wir einen erfolgreichen Spieler, Athleten haben, dann stehen wir alle auf der Couch und jubeln und finden es total geil. Aber bis dahin hat derjenige halt das Risiko alleine getragen. Und ich finde das, oder wir finden halt, dass das ist kein fairer Deal. Und wir als Gesellschaft sind halt extrem gut beraten, jede Form von Exzellenz und Höchstleistung bestmöglich zu unterstützen, weil am Ende leben wir und profitieren wir alle davon. Und das ist gut, dass es das im traditionellen Sport gibt. Das hat auch jeder Fechter, Ringer, Ruder verdient. Aber es hat natürlich auch jeder E-Sportler verdient, weil das, was die Jungs leisten, ist genau das Gleiche, wenn du jetzt über Höchstleistung und Exzellenz sprichst, über Einsatz, über den Aufwand, den du betreiben musst, um auf das Niveau zu kommen, was jetzt überhaupt erstmal ein Chan hat und dann halt nochmal weiter Richtung Weltniveau gesprungen, das ist einfach noch, das fällt dir nicht zu. Das ist eben auch nicht etwas, was du als, du hast ein Talent, klar, aber nur das Talent reicht halt nicht. Du musst ganz, ganz hart arbeiten. Und wenn wir alle davon profitieren wollen, dass wir Spieler auf Weltniveau haben wollen, dann müssen wir auch alle was dafür tun. Und das war dann irgendwann mal so der Grundgedanke, dass es eben gut ist, dass es sowas wie eine Sporthilfe im traditionellen Sport gibt. Dass es aber unglaublich wichtig ist, dass wir sowas im wohl wichtigsten Sport, Kultur, neuer Kultur, dem E-Sport eben auch haben. Also eine neutrale, unabhängige Not-for-Profit-Institution, die sich wirklich um die Spieler bemüht, mit bestem Wissen und Gewissen. Und jetzt bringen wir ein bisschen Erfahrung mit, wie geht das mit Exzellenzförderung, wie kann man ein Talent entwickeln? Aber wir haben auch unheimlich viel Respekt sozusagen vor dem, was von Menschen wie dem Daniel im E-Sports alles schon geleistet worden ist und wollen auf keinen Fall den Fehler begehen, jetzt in Anführungsstrichen stumpf alte Konzepte aus dem traditionellen Sport auf den E-Sport zu legen, sondern sprechen halt ganz viel darüber, wie kann man denn so beide Welten bestmöglich miteinander verknüpfen und dieses beide Welten bestmöglich miteinander verknüpfen, wenn wir jetzt einen Chan mal nehmen, ist eigentlich so ein Paradebeispiel. Also halt geiler Typ, unglaublich talentiert, jung, hat alles vor sich und hat sich entschieden, halt diesen Weg zu gehen und weiß auch genau, was das für ein Aufwand und auch für ein Risiko bedeutet. Und jetzt kann man das machen, indem man sich in Anführungsstrichen blind in das Abenteuer stürzt, um dann vielleicht 2, 3, 4 Jahre später festzustellen, es hat doch nicht gereicht. Und dann stehst du da und hast eben keinen guten Schulabschluss und zahlst sozusagen den Preis dafür, dass du es versucht hast, was geil ist, ganz, ganz lange Zeit noch, vielleicht dein ganzes Leben lang, weil du halt sozusagen dein Potenzial, was jetzt in dir gesteckt hat, nicht ausleben konntest. Oder auch der andere Weg, wovon wir alle ausgehen, was wir alle hoffen, dass Chan in ein paar Jahren auf den großen Bühnen der Welt steht, dann wird es darum gehen, seine Performance, sein Potenzial zu einem bestimmten Moment 100% abrufen zu können. Und da haben wir auch ganz, ganz viel Erfahrung aus dem traditionellen Sport, dass erstaunlicherweise diejenigen Athleten viel besser sind, die sozusagen existenziell nicht 100%, nicht nur abhängig sind vom Ausgang des nächsten Wettkampfs. Also wenn ich weiß, dass ich auch noch ein Leben habe, wenn ich das Ding verliere, bin ich in der Regel sehr viel entspannter, sehr viel fokussierter und kann besser meine Leistung bringen. Kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Also wenn meine komplette Existenz von etwas abhängt, dann macht mich das nicht frei im Kopf. Und wenn ich nicht frei im Kopf bin, kann ich nicht meine Leistung bringen und mich so sozusagen perfekt konzentrieren. Von daher sind wir auch fest davon überzeugt, dass dieser Weg, beides zu machen, also eine ordentliche Ausbildung hinzulegen, langfristig aufgebaut zu werden, auch für den E-Sports genau der richtige ist. Und da hoffen wir auch sehr drauf, dass das Chanda halt für viele junge Spieler einfach echt ein Vorbild ist. Und das geht aber auch nur, wenn du dazu noch ein ganzes System sozusagen an der Seite hast. Also zu dem System zählt halt dann die Organisation. Da zählt ein Mensch wie ein Daniel zu, der irgendwie halt auch sagt, ich plane das Ganze auch mal ein bisschen langfristig und nachhaltig. Mir geht es jetzt nicht darum, kurzfristig vielleicht jemanden mal negativ gesagt zu verbrennen, sondern den Spieler wirklich aufzubauen
Und auch eben die Bereitschaft zu haben, auch von Seiten der Organisation da mitzuspielen und auch dem Can die Möglichkeit zu geben, beides zu machen. Dazu zählt auch etwas, was es eben im traditionellen Sport schon ganz lange gibt. Das ist jetzt da, wo der Daniel jetzt auf der Schule ist, eine sogenannte Elite-Schule des Sports. Da ist eben die Idee zu sagen, dass bestimmte Schulen in Deutschland, davon gibt es 37 Stück, halt sagen, okay, wir verstehen, dass jetzt beispielsweise der Can kein normaler Schüler ist. Der Can hat 30, 40 Stunden Aufwand die Woche für seinen Sport, für das, was er liebt, wo er hin will, und muss trotzdem versuchen, seinen Schulabschluss hinzukriegen. Und er hat Trainingslager, er hat Bootcamps, er hat auch mal vielleicht Wettkämpfe, wo er mal 4 Wochen aus der Schule raus muss. Und dafür ist schon ganz, ganz lange ein System entwickelt worden, wo du nichts geschenkt bekommst. Das muss man, glaube ich, auch nochmal ganz klarstellen. Der Can muss Prüfungen schreiben, wie jeder andere auch, aber eben etwas flexibler als in einer normalen Schule. Also da wird versucht, Klausuren so zu legen, dass sie optimalerweise in der wettkampffreien Zeit sind. Da wird versucht, auch viel Digitales reinzubauen. Da wird versucht, auch wenn du mal eine Zeit lang nicht da sein konntest, dir mit Nachhilfen, Nachführunterricht, Einzelcoachings zu helfen. Also du musst den gleichen Stoff lernen, den jeder auch lernen muss. Da kriegst du nichts geschenkt, aber es ist ein System, das es dir ermöglicht, halt das zu kombinieren mit Training und Wettkampf. Okay, das heißt, also du hast jetzt sehr, sehr viel gesagt. Ich versuche das mal kurz also einzuordnen. Das heißt, das, was du jetzt gesagt hast, ist, ihr fördert quasi seine Schullaufbahn, jetzt bei Can im Speziellen. Das heißt, er geht auf eine spezielle Schule. Diese Schule gibt es sicherlich jetzt schon länger. Das ist eine Sportschule und ihr habt ihn da quasi mit auf diese Schule geschickt. Ist das dann eine finanzielle Förderung, dass er da auf diese Schule gehen kann? Oder wie läuft das Ganze? Also was sind die speziellen Förderungen, die ihr ermöglicht, damit Can seinen Weg gehen kann? Also ganz grundsätzlich haben wir nennen das Förderbausteine, ganz viele Möglichkeiten, Spieler zu unterstützen. Das ist so das ganz Logische. Wenn du jetzt noch nicht das Glück hast, bei einer Organisation wie Sport zu spielen, kriegst du von uns einen In-Game-Coach, also jemand, der mit dir im Spiel trainiert. Das ist sehr logisch, um dich besser zu machen. Okay. Dann haben wir aber auch Sportpsychologen beispielsweise. Also wir bieten den Spielern an, sich sportpsychologisch von wirklich richtig guten Sportpsychologen über die komplette Karriere begleiten zu lassen. Wir bieten ihnen an, mit uns mit Ernährungsberatern zusammenzuarbeiten. Wir bieten ihnen an, Fitnesstraining über uns zu machen. Wir haben Steuerberatungsangebote. Wir unterstützen Spieler, die es sich finanziell nicht leisten können, ihre Hardware auf den Stand zu bringen, dass sie halt kompetitiv wettkampftauglich ist mit Hardware-Support. Und wir unterstützen auch Spieler, die sozusagen aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, auch finanziell. Das wird alles sehr, sehr individuell abgestimmt. In welcher Lebenssituation bist du gerade? Und die ist natürlich jetzt bei einem 16-Jährigen ganz anders als vielleicht bei einem 25-Jährigen Vollprofi, der vielleicht schon ein bisschen Geld verdient, aber der eben andere Sachen für den ganz, ganz hilfreich und wichtig sein können. Wir sprechen das auch immer sehr genau mit den Organisationen ab, weil wenn die eine Organisation beispielsweise schon einen Sportpsychologen hat, dann macht es sicherlich keinen Sinn, dass wir mit einem zweiten, in Anführungsstrichen, da noch auftauchen. Mhm. Wenn die Organisation das noch sich nicht leisten kann, dann unterstützen wir da sehr, sehr gerne. Beim Can ist es so, dass also die Schule kostet kein Geld, das ist eine normale Schule. Und da kannst du dich auch nicht einkaufen. Also die schauen sich sehr genau an, ist es eben wirklich jemand mit Potenzial und machen dann diese Dinge möglich. Das wird finanziert vom Bund sozusagen, ganz normal über das Schulsystem. Und beim Can sind wir jetzt gerade sozusagen also auch einfach dabei, gemeinsam abzusprechen, was für ihn in Summe dann hinterher sozusagen, wir sprechen dann von einem Förderpaket, also das, was er sozusagen, also beispielsweise Sportpsychologie, würde ich ihm zu 100% raten, weil gerade in der Phase, in der er jetzt ist, wird sehr viel auf ihn einströmen. Da werden viele Menschen an ihm reißen. Da gibt es eine hohe Erwartungshaltung von sich selbst an sich selbst und von vielen anderen. Und sich da sozusagen in der Persönlichkeitsentwicklung und sportpsychologisch begleiten zu lassen, würde sicherlich totalen Sinn machen. Jetzt ist der Can auch ein total fitter Typ. Also in Bezug auf Fitnesstraining, glaube ich, gibt es da jetzt weniger Bedarfe. Ist auch ein schlauer Kerl, also der isst halt auch nicht nur Pizza und ernährt sich von Cola. Also auch Ernährungsberatung sehe ich da jetzt nicht so. Wir werden sicherlich schauen bei ihm auch weiterhin,
wie läuft es mit der Schule? Können wir da vielleicht noch ein bisschen Unterstützung geben? Müssen wir vielleicht da noch ein paar Maßnahmen mehr machen? Wenn dann mit der Schule fertig ist, werden wir schauen, okay, macht es jetzt Sinn, wirklich absolut Fulltime zu gehen oder macht es vielleicht noch Sinn, auch weiter diesen dualen Weg zu gehen? Also wir versuchen, ja, wie einen Freund, einen Berater, sozusagen dem Spieler an der Seite zu stehen und das mit den Organisationen abzusprechen, was für die Entwicklung im Spiel und im Leben für den Spieler sozusagen optimal ist. Gut, dann kommen wir nochmal zu Can. Du hast ja jetzt sehr viel auch deinen Namen gehört. Ich habe auch gesehen, da ist auch zwischendurch auch, sag mal, ein bisschen Stolz ist da sicherlich auch mal mit durchgeklungen in deinem Blick. Absolut, absolut verständlich. Also wenn man mit 16 halt so eine Förderung erhält, ist das auf der einen Seite eine sehr coole Sache, auf der anderen Seite eine Frage, wie viel Druck verspürt man dann? Also ich meine, es ist ja dann schon, dass da sehr viele Mühlen in Bewegung gesetzt werden dafür, dass du deinen Weg gehen kannst, was wir alle hier auf jeden Fall super cool finden. Wie fühlt sich das für dich an? Also ist da mehr Druck oder wie überwiegt die Freude? Wie muss man sich das vorstellen? Was geht in deinem Kopf davor? Also klar hat man Druck, weil ich jetzt schon für sehr viele junge Spieler auch ein Vorbild bin. Und quasi die Schulen jetzt zum Beispiel, meine Schule, Tannbusch-Gymnasium, die sich das jetzt anschauen, wie das mit mir ist, ob ich nebenbei Fullzeit gehen kann und nebenbei mein Abitur machen kann. Und wenn sie sehen, dass das scheitert, dann werden sie sowas zum Beispiel in naher Zukunft auch nicht mehr machen, dass sie dann E-Sportler da unterstützen. So. Deswegen habe ich auch da zum einen Punkt viel Druck. Aber ich freue mich sozusagen umso mehr, so, weil es eigentlich eine Herausforderung für mich ist, so nebenbei mein Abitur zu machen und noch vollzeitiger E-Sportler zu werden. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf die Zukunft, wie das dann sein wird. Das ist eine richtige Pionierarbeit, die hier quasi geleistet wird in dem Ganzen. Ich finde das cool. Was muss denn ein E-Sportler nochmal an Jörg, vielleicht aber auch an Daniel, also ich glaube, da könnt ihr beide was zu sagen, was muss ein E-Sportler in den jungen Jahren denn mitbringen, um eine solche Förderung zu erhalten und vor allen Dingen auch das Vertrauen der Organisation, dass man extra sagt, so ey, wir gehen jetzt den Weg, dass wir da zusammen mit der E-Sports Player Foundation sowas auf die Beine stellen. Fangen wir erstmal bei Daniel an. Ja, also das Problem, was du immer als Organisation hast oder was wir schon seit Jahren hatten, das sieht man ja auch an unserer Rosterentwicklung, ist, wir hatten ein deutsches Lineup, dann hatten wir wieder ein internationales, dann hatten wir wieder ein deutsches, dann hatten wir wieder ein internationales. Das möchtest du ja eigentlich auch nicht die ganze Zeit hin und her zu wechseln, sondern du möchtest dich mal auf was festlegen und dann diesen Weg gehen. Und wir hatten ja immer sehr langfristig, wir haben Fabian sehr langfristig jetzt, wir haben Timo sehr langfristig, Dennis mit seinem kurzen Ausflug zu Big war, ist sehr, sehr lange bei uns. So diese drei Spieler, die sind immer da und waren immer sehr nah dran, uns zu verbessern oder konstant in die Top 20 zu kommen. Aber immer wieder dieses Lineup gewechselt und wieder ein neuer Spieler und wieder ein neuer Spieler, das macht es halt auch nicht besser. Und deswegen haben wir gedacht, okay, was können wir machen, um uns vorzubereiten auf die Zukunft oder vorzubereiten auf mögliche Entwicklungen. Und du musst halt irgendwas machen Richtung Talentförderung oder schauen, dass Talente schneller auf den Weg kommen. Und für uns ist Can auch nicht der Erste. Also wir sind auch gerade noch ein bisschen am Ausarbeiten, wie wir das machen wollen. Aber letztendlich ist es so, dass wir uns vorstellen, ein bisschen den Fußball als Vorbild zu nehmen. Also wir wollen mehrere Spieler haben, auch mehrere junge Spieler. Wir wollen dafür kein Academy-Team. Wir wollen die bei uns im Kader mit drin haben. Die sollen bei uns was lernen und Practice. Einer immer. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass er woanders spielen kann, ihn ausleihen sozusagen. So wie das im Fußball auch ganz normal ist. Und ihm da auch dem Spieler keine Steine in den Weg legen. Aber halt dafür sorgen, dass er in dem, wenn er nichts hat, bei uns immer dabei ist sozusagen. Das ist ja dieser Fallback, wo man wirklich eine Menge lernen kann, wo man auch Einsätze oder auch wir Einsätze geben können, weil wir auch Ausfälle haben und so, dass wir dann einfach Entwicklungen von Spielern gezielter und schneller fördern können sozusagen. Und das ist die Grundidee dahinter. Wir hatten überlegt, das auch mit einem Academy-Team zu machen, aber das funktioniert halt in Deutschland leider nicht so, weil du immer Sperren hast. Der darf das nicht spielen, der darf das nicht spielen, der darf das nicht spielen. Und dann finde ich auch erstmal einen sehr, sehr guten Coach für ein Academy-Team, die sehr, sehr gut sind, wie so ein Niklas, den wir jetzt haben, der wird kein Academy-Team trainieren. Also das verstehe ich auch. So ein Coach will große Turniere spielen und so weiter. Also kriegst du auch nicht so einfach Coaches dafür. Aber einen Spieler in unseren normalen Trainingsalltag zu integrieren, das ist möglich. Und ich glaube, das ist halt was wir jetzt ausprobieren wollen. Es ist erheblich schwerer wie im Fußball, glaube ich,
weil jemand aus der Jugendmannschaft in den Profi mit rein zu, also bei den Profis mit reinzuholen, mit trainieren zu lassen, der kann ja auch am Platz mit rumrennen und spielen ja gegeneinander und so. Das ist, glaube ich, einfacher wie das bei uns. Aber das ist mit Giannis ist das erste Mal und ich denke, er hat auch im letzten Match schon gezeigt, was er kann. Und entweder wir müssen, also es kann passieren, dass bei uns jemand rausgekauft wird, es kann passieren, dass jemand sich verletzt oder sonst was, dann sind wir mit Giannis ready, aber wenn sich sowas nicht ergeben sollte, dann werden jetzt alle anderen Vollzeitorganisationen, die sehen, was er jetzt im Moment leistet, wie Kobana, Alternate Unicorns of Love, sehen, was er kann und dann wird er da eine Chance bekommen, sozusagen, oder wir können ihn dahin ausleihen. Und das ist halt im Moment was, wo wir auch im Moment noch dran arbeiten, gerade rechtlich und so. Ist alles nicht so einfach, weil es alles Neuland. Und ich denke, was wir da mit Chan versuchen, kann ein Vorbild für viele Spieler werden oder Möglichkeiten für viele Spieler. Und ich hätte das auch niemals so, oder ich hätte das auch mir niemals zugetraut oder niemals gemacht, wenn es die EPF nicht geben würde. Und ich glaube, was uns fehlt, das kann die EPF dazu bringen und kann uns da unterstützen. Und was die EPF nicht kann, ist halt, sie haben kein Team. Und das ist auch nicht der Sinn der EPF, ein Team zu haben. So, das heißt, man kann sich da gut ergänzen und im Endeffekt geht's uns beiden um das Gleiche. Ich habe ein bisschen anderes Interesse wie die EPF, aber in manchen Dingen auch das Gleiche. Letztendlich wollen wir einen größeren deutschen Spielerpool haben. Das ist für uns das, was interessant ist. Weil uns fehlt, und Big ist so erfolgreich wie noch nie, das finde ich mega geil. Wir sind einfach in den Top 10. Wir als Sprouts sind auch konstant in den Top 25, was es auch schon, also auch nicht normal war. Normalerweise war Big früher immer da, wo wir jetzt sind, und wir waren ein bisschen weiter hinten. Wir haben zwei deutsche Teams, die ziemlich weit vorne sind, aber dafür muss man ehrlich sein, an andere deutsche Teams wirklich ziemlich leer kaufen. Und Alternate hat im Moment noch Probleme, Unicorns of Love struggelt enormst in der Advanced. Kobana muss ich erst finden als Team. So, da fehlen auch einfach teilweise Spieler oder Möglichkeiten, dass die richtigen Spieler zusammenspielen. Das fällt uns immer wieder auf. Und das kann doch nicht sein, in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, mit so einer großen Gemeinde für E-Sports, dass wir so enormste Probleme haben, Spieler zu finden. Und ich glaube, es hat auch gerade was mit den Eltern zu tun, die einfach sagen, pass auf, das ist nicht zukunftssicher und du hast da nichts für die Zukunft und du kannst deine Schule nicht machen und du musst die Schule abbrechen und so weiter, diese ganzen Befürchtungen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt da mit Chan zusammen und ich hoffe auch möglichst bald bei einer anderen Organisation oder vielleicht auch bei uns mit einem weiteren Spieler, der ja auch 16 wird im nächsten Jahr. Also wenn das irgendjemand sieht, gerne melden, kann man nochmal diesen Weg zu gehen und das dann immer mehr zu etablieren sozusagen. Und wir haben zum Beispiel auch, wir denken auch schon weiter, ich greife mal ein bisschen vor, Jörg denkt zum Beispiel daran, denke ich mal, das für den E-Sports allgemeiner offen zu machen, zum Beispiel ein E-Sports-Internat, weil da kann man sich noch besser anpassen. Wir haben bei uns in Janssen, der ist unser Analyst und Coach ist, oder unser zweiter Coach, studiert Lehramt. Wer ist besser geeignet, an einer Schule zu unterrichten für E-Sports, als so jemand, der bei Sprout zwei Second Coach und Analyst war und gleichzeitig Lehramt wirklich studiert hat. So. Also da kann man auch viel für die Zukunft noch schaffen und man muss einfach die Potenziale erkennen, man muss sich mit Leuten unterhalten, man muss Möglichkeiten finden, wirklich enorm was zu machen. Und das ist zum Beispiel was bei der EPF ich auch sehr wichtig finde. Dennis und Timo zum Beispiel sind auch in der EPF und ich hatte mit denen ein Gespräch und die haben mir gesagt, pass auf, unser größtes Problem ist wirklich diese Zukunftsangst, aber seitdem es die EPF gibt, und ich Möglichkeiten habe, das gehört nämlich auch zur Talentförderung. Was ist, wenn der Sport vorbei ist? Ganz wichtiges Ding. Und das muss die EPF jetzt auch zeigen, was sie für die Spieler machen kann, damit andere junge Spieler Role Models auch haben, die jetzt schon älter sind. Das ist auch wichtig. Und Dennis und Timo sagen halt, Jörg, du kannst es genau erklären, was das mit den DAX-Unternehmen und so auf sich hat. Habe ich mal verstanden, aber wie man es erklärt, nicht. Das hat Timo und Dennis schon enorm geholfen. Und das finde ich ist super. Weil diese Zukunftsängste, das muss Spielern genommen werden. Man muss Möglichkeiten finden. Und da ist die EPF zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig dafür. Und das wird auch für Chan seine Zukunft wichtig sein, wenn er sieht, Dennis und Timo, die sind versorgt sozusagen. Und dann weiß ich, wo es auch für mich mal hingehen kann. Aber da kann Jörg gerne was dazu sagen, weil das ist auch ein enorm wichtiger Punkt bei dieser ganzen Sache. Ja, bevor wir darauf weiter eingehen, weil die Frage war tatsächlich, also wir haben jetzt die Interessen, haben wir jetzt, glaube ich, geklärt, also wer welche Interessen verfolgt und das ist auch wichtig und das ist auch gut. Ich glaube, die Interessen passen sehr gut zusammen. Die Frage war eigentlich,
Was muss ein Spieler mitbringen? Also wie kann ein Spieler, also wie werdet ihr auf einen Spieler aufmerksam und welche Eigenschaften muss ein Spieler halt mitbringen, um Teil dieses Ganzen zu werden? Jörg, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, dass wir halt einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, wenn das hier draußen jemand sieht, der gerade 15 oder 16 ist, wann sollte derjenige sich bewerben? Ich weiß nicht, bewirbt man sich da oder wie läuft dieser ganze Prozess ab und welche Leute haben da überhaupt eine Chance? Also kann ich gerne mal versuchen. Also zum einen aber noch ganz kurz couldn't agree more zu allem, was Daniel gesagt hat. Da steckt ja ganz, ganz viel drin und ganz viele wichtige Sachen. Ganz grundsätzlich, wie wählen wir aus? Ja, es gibt eigentlich nur ein oder zwei Kriterien. Auf der einen Seite natürlich das spielspezifische Potenzial. Also hat jemand das Potenzial, Weltniveau zu erreichen? Klar, ich glaube, das ist Das das Erste. beurteilt Das ist das Erste, worauf genau. man erstmal gucken Das muss. beurteilen halt Experten. Da ist Daniel-Coaches, also Menschen, die wirklich das sehr, sehr gut beurteilen können. Wir addieren da noch einen zweiten Punkt dazu, der uns ganz wichtig ist, dass der Spieler neben seinem Talent, also das Potenzial, auch die Bereitschaft mitbringt, seine Vorbildrolle anzunehmen. Weil ob er es will oder nicht, er wird zum Vorbild. Und wir sind fest davon überzeugt, dass A-E-Sports mega geil ist, aber dass wir auch noch ein paar Jobs zu tun haben, in Anführungsstrichen, um es auch Absolut. noch weiter in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Und das erreichen wir nicht über Sonntagsreden auf irgendwelchen Podien, sondern das erreichen wir wie immer über die Protagonisten, sprich die Spieler. Und wir erwarten nicht von einem 15-, 16-Jährigen, dass er Gandhi ist. Aber wir erwarten von ihm, dass er versteht, dass er ein Vorbild ist und versucht, sich sozusagen daran auszurichten und aktiv daran zu arbeiten, auch positiv zu wirken, eben zu motivieren, zu inspirieren, sich aber auch vielleicht mal eben gegen toxisches Verhalten zu stellen, und zu sagen, halt, das ist scheiße, das wollen wir nicht, das gehört nicht in unseren Sport, der macht es vielleicht sogar kaputt, und der verhindert vielleicht auch, dass Thema Frauen, andere Kids einfach sagen, ich will da voll reingehen. Das zweite Thema ist uns auch ganz wichtig. Das ist sowas wie Attitude. Also du kannst so talentiert sein, wie du willst. Und wenn du auch mal ein bisschen prognostizierst, wie wird sich das Niveau auch im E-Sports entwickeln, auch in Counter-Strike in den nächsten Jahren, dann wird es immer professioneller. Also professionell klingt so lächerlich. Also eine steile These ist vielleicht, dass wir zurzeit wirklich wenig professionelle Spieler haben. Also wenn du dir anschaust, was von einem Fußballer hat das Daniel gerade genannt oder von jedem anderen Leistungssportler erwartet wird, dann ist es so, dass du dein Leben auf diesen Sport ausrichtest. Das heißt, du achtest auf jede Kleinigkeit, auf jedes Detail, um deine Leistung zu optimieren. Da sind wir im E-Sports erst in Teilen. Also wir sind in vielen Bereichen schon so weit, dass noch mit Talent du sehr weit kommst. These, das wird in ein paar Jahren ganz anders sein. Da ist das Talent eine Voraussetzung, aber nicht mehr ausreichend, sondern dazu kommt sozusagen die Attitude, wirklich zu verstehen, ich bin Leistungssportler. Und auch die klare Aufklärung, dass das natürlich geil aussieht, wenn du in eine ESL One Köln Arena kommst oder nach Katowice und da sind 30.000 Leute in der Halle und du weißt, jetzt gucken 1 Million Leute zu und es ist irgendwie bunt und laut und geil, aber dass der Weg dahin echt ein harter ist. Dass das bedeutet, dass du ganz viele Einschränkungen in Kauf nehmen musst, dass du nicht mit deinen Freunden feiern gehen kannst und. Und das muss jedem klar sein. Also wir packen das unter den Punkt Verantwortung. Also wenn wir jemandem jetzt in Anführungsstrichen eine EPF-Jacke anziehen oder Daniel jemandem eine Sprout-Jacke anzieht, dann ist das erstmal ganz cool, aber das bedeutet ja auch scheiß viel Arbeit und wirklich Entbehrung und Druck. Und da musst du dir sicher sein, dass es zumindest ein Potenzial gibt, dass sich das auch lohnt. Ansonsten tust du auch einem jungen Spieler keinen Gefallen. Da ist es vielleicht nicht das, was er hören will, aber es ist aus einer verantwortungsvollen Sicht dann oft besser zu sagen, du hast ein geiles Hobby, hab Spaß daran, aber genieß einfach dein Leben. Und der Weg in den Leistungssport und allein dieses Bewusstmachen, das ist ein harter Weg und auch eine harte Entscheidung. Du kriegst auch unheimlich viel zurück, das ist keine Frage, aber eben überhaupt mal
auch so ein bisschen ja, den Kopf zu waschen und zu sagen, was bedeutet das denn, wenn ich diesen Weg gehe? Das ist bei uns bei der Auswahl noch ein ganz, ganz wichtiger Teil im Prozess. Und total, ein Punkt noch von mir, um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, wie man sowas findet, ganz, ganz schwierig. Also es ist sehr schwierig, spezifisch danach zu suchen. Es ist viel Zufall. Also zum Beispiel bei Chan, der hat mit dem, spielt mit dem, der spielt mit dem, der spielt mit dem und dann kennt der den und dann kennt er den und irgendwann landet der mal bei einem Coach oder bei einem Manager oder bei irgendeinem Spieler in der Lobby und dann kommt er da rein und dann finden die ihn gut und dann spielt er immer mehr mit denen und so ist das auch irgendwo alles ein bisschen Zufall teilweise. Aber als Organisation dem entgegenzuwirken ist sehr, sehr schwierig, weil es ein ultra finanzieller Aufwand wäre. Und das ist auch wieder was die EPF zum Beispiel machen kann, weil die das für die Talente, aber auch im Endeffekt für uns, also für alle Organisationen, alle Spieler macht. Sobald Corona vorbei ist, die hatten eigentlich ja geplant, so einen Talenttag zu machen, wo auch Lenz eingeladen war zum Beispiel und ich eingeladen war. Ich glaube auch Vivian Malan von Unicorns of Love und so weiter. Also Akteure, die wirklich auch den Spielern eine Zukunft bieten können im deutschen Counter-Strike sozusagen. Und auch mit guten Coaches. Ich meine, Raffi, also Yannick, der jetzt bei der EPF ist, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Der hat sehr, sehr oft Talente praktisch aus diesem Second-Div-Niveau in dieses First-Div-Niveau gebracht und hat den Leuten geholfen. Kazuya ist schon seit Jahren bekannt dafür, dass er Talente entwickeln kann. Bei ihm haben Kresse gespielt, Mürbit gespielt, Faven, also der macht da einen ultra guten Job, Olli, gerade was Kommunikation, Nate, Utility Usage und so weiter angeht. Die Leute, wenn du die halt bei so einem Talenttag hast, die können dir auch sehr, sehr viel Input geben, wo ich auch noch immer nicht das Wissen habe und auch nie haben werde. Das heißt, so Talenttage, wo du praktisch Leute einlädst, die die EPF bereit ist zu fördern und auch gerade junge Leute, sowas wird immer mehr kommen, schätze ich. Und wir werden uns auch, also zumindest von unserer Seite kann ich das zusagen, werden wir uns als Organisation auch immer mehr an solchen Dingen beteiligen. Sowohl mit Anwesenheit, auch als, dass wir versuchen, Talente, die EPF als förderwürdig erkennt. Und wir sagen, okay, der hat das Potenzial, dass wir die auch gleichzeitig bei uns reinholen. Jetzt lief es andersrum, wir haben Chan kennengelernt, Jörg hat uns geholfen, für Chan den richtigen Weg zu finden sozusagen, dass er seine Zukunft kombinieren kann, also sowohl Leistungssport als auch immer noch alles zu machen, was wichtig ist im Leben, wie Schule, Abitur etc. Ich hoffe, dass es in Zukunft andersrum also auch sein wird, dass wir durch die EPF mehr Talente bekommen und wir als Organisationen dann in die Verpflichtung genommen werden von der EPF, die ja dann und der Gesellschaft, dass wir als Organisation dafür sorgen, diesen Talenten auch eine Zukunft zu ermöglichen, sozusagen. Dann, aber das wird so der Weg sein, denke ich. Ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir einfach so einen gewissen Talentpool halt haben. Chan, es wurde jetzt ja vieles angesprochen, Attitude, dann auch so diese Vorbildfunktion und natürlich auch das Potenzial. Ist dir das bewusst, dass du diese Vorbildfunktion natürlich jetzt schon mit deinen jungen 16 Jahren hast und dass sich das natürlich auch nicht ändern wird? Also du wirst dann auch in den nächsten Jahren immer weiter in diese Vorbildfunktion reinwachsen. Und die zweite Frage, es wurde ja auch nochmal gesagt, man kann nicht mehr jetzt jedes Wochenende mit seinen Kumpels feiern gehen. Du hast ja, du hast wahrscheinlich eine 40-Stunden-Woche ungefähr Fulltime arbeiten, zusätzlich noch Schule. Du musst ja natürlich auch ein bisschen zur Ruhe kommen, du musst einen Ausgleich finden und so. Ist dir das bewusst, wie viel Arbeit und Energie du da reinstecken musst in den nächsten Jahren? Das muss man ja mal so ehrlich fragen. Also erstens, nein, das ist mir nicht wirklich so bewusst, dass ich jetzt schon für sehr viele ein Vorbild bin. Also das realisiere ich selber noch nicht so ganz. Ich bin jetzt erst vor kurzem 16 geworden, habe meine ersten Matches und habe in Anführungszeichen halt schon einen etwas größeren Namen. Und aber das ist mir auf jeden Fall bewusst, dass jetzt in den nächsten Jahren sehr viel auf mich zukommen wird, sehr viel Arbeit, sehr viel Stress. Und dafür bin ich aber auf jeden Fall auch bereit. Wie gesagt, ich bin immer ready für neue Herausforderungen. Und ja. Sehr cool, sehr cool. Übrigens an dem Interview gerade auch. Absolut, Chan, das ist Wahnsinn. Das ist Chan sein erstes Mal und ich habe gesagt, das gehört auch dazu.
Ja. Zu ihm direkt, das gehört auch dazu. Man muss Interviews als Spieler machen, man muss das lernen. Deswegen fangen wir mit dir jetzt direkt an. Und ich finde es auch super, dass er sich da, dass er da, dass auch das einfach mitgeht. Absolut, also eine mediale Präsenz ist ja auch natürlich auch etwas, das Ganze, man muss auch immer sagen, es geht immer auch dabei um das Thema Geld. Irgendwo immer, ne? Also du willst Geld verdienen, Schaden, aber auch Sprout will natürlich irgendwie auch weiter wachsen, da gehört auch Geld dazu am Ende und da kommt jetzt noch ein wichtiger Punkt dazu zum Thema Geld. Jörg, ihr gebt ja auch Geld aus mit euren Förderungen. Wo kommt denn das Geld her? Also wie generiert ihr Einnahmen? Du sagst ja Non-Profit, das ist klar, aber Einnahmen müssen ja trotzdem kommen, damit ihr Geld ausgeben könnt. Wo kommt das Geld her? Also wir versuchen, ja, also ich habe es noch nicht aufgegeben, irgendwann Geld vom Bund zu kriegen. Also will ich, weil die Spieler es verdient haben. Also sagen wir, die Bundesrepublik Deutschland fördert den traditionellen Leistungssport mit mehreren 100 Millionen Euro. Das macht auch Sinn, weil die erfolgreichen Sportler uns als Land im Ausland repräsentieren und auch nach innen wirken. Und genau das Gleiche tun die E-Sportler erst recht. Das Absolut. heißt, in Zukunft wird es irgendwann sicherlich auch eine Förderung vom Bund für die Spieler geben müssen. Da sind wir aber noch nicht. Bis dahin versuchen wir jetzt Unternehmen davon zu überzeugen. Und natürlich ist das ganze E-Sports auch ein Geschäft und ist auch eine attraktive Zielgruppe. Und es gibt eine Menge Marken, die jetzt gerade entweder schon im E-Sport sind oder sich sehr intensiv damit beschäftigen und sagen, ah, damit kann ich Reaching the Unreachables, eine Zielgruppe erreichen, die ich sonst vielleicht nicht mehr erreiche in der Klassenkommunikation. Und jetzt kannst du im E-Sports überall Geld loswerden. Du kannst eine Organisation sponsoren, du kannst mit einer Liga zusammenarbeiten, du kannst Events veranstalten. Das ist auch alles gut und richtig. Unser Pitch ist sozusagen, dass du aber sehr gut beraten bist als Marke, wenn du nicht einfach nur mit einer großen Logo-Präsenz auftrittst, sondern auch eine Geschichte zu erzählen hast, wie du einen Mehrwert leistest als Marke für das, was deine Zielgruppe liebt. Und in dem Moment sagen wir halt, dass also eine Unterstützung der eSports Player Foundation da ein ganz schlaues Invest ist, weil wir sozusagen das, was du uns als Unternehmer an Leistung gibst, wir eins zu eins an die Spieler weiterreichen. Und das ist auf der einen Seite Geld, das benutzen wir dann, um beispielsweise ja, Hardware zu kaufen oder auch Spieler finanziell zu unterstützen. Das können aber auch Leistungen sein, wie beispielsweise PricewaterhouseCoopers, PwC, eine der größten Steuerberatungen der Welt, die halt kostenlos für unsere Spieler ihnen bei ihren Steuern hilft. Das ist ein wichtiger Teil für Spieler, weil gerade wenn du jung bist, hast du vielleicht vom Brutto-Netto auch noch nie was gehört und du kriegst halt Geld überwiesen und wenn dann 3 Jahre später einer kommt und will von dir Steuern haben und du aber alles ausgegeben hast, stehst du halt auch nicht besonders gut da. Das heißt, irgendwie sich damit zu beschäftigen, macht auch extrem Sinn. Das halten wir halt für einen ganz wichtigen Punkt auch. Und das ist jetzt eine Leistung, die nennen wir Non-Cash-Partnership. Also, oder beispielsweise, wir können Spieler mit ergonomischen Stühlen ausstatten. Das halten wir für ganz wichtig, dass sie sozusagen dann nicht auf einem alten Küchenstuhl hocken und sich den Rücken ruinieren, sondern auf einem top-ergonomischen Stuhl. Da haben wir mit Fitness jetzt halt eine Marke, die uns Stühle zur Verfügung stellt. All solche Dinge. Oder eben Marken wie jetzt eine Deutsche Kreditbank, Deutsche Telekom, die uns halt auch finanziell unterstützen. Das sind in der Regel dann Marken, die jetzt DKB beispielsweise Prime League Sponsor, sowieso schon die Telekom macht sehr viel, im E-Sports engagiert sind und sagen, wir müssen auch unserer Verantwortung nachkommen für die Szene und Communities und sozusagen etwas in die Grassroots-Bewegung tun. Und das heißt, wir pitchen die Irren sozusagen quer durch Deutschland, um weiter Geld zu generieren. Wir glauben auch, dass wir echt ein geiles Produkt haben, weil die Spieler natürlich sehr dankbar sind für das, was sie bekommen. Und wir einfach auch nur kommunizieren, das ist nur möglich, dass das Engagement ist von XY und sich dann halt ein Spieler, worüber wir uns riesig freuen, oft aus sich heraus intrinsisch bei der Marke bedankt. Und das ist dann auch schlaues Marketing meiner Meinung nach, wo du dir nicht einen Influencer-Post kaufst oder irgendein doofes Gewinnspiel machst, um irgendwelche Likes oder Follows zu generieren, sondern wo du wirklich eine Geschichte hast und ehrlich etwas tust. Und ich persönlich glaube halt an diese Form von Marketing total. Das klingt auf jeden Fall nach, das sind sehr ehrliche und coole Worte. Es freut mich zu hören, dass es das im E-Sport gibt, weil E-Sport ja tatsächlich auch von vielen einfach nur als,
ich melke jetzt und da kommt am Ende irgendwie ein bisschen Geld bei raus. Es ist schön, dass es sowas gibt. Was muss denn in Deutschland noch passieren, damit diese Förderung, damit es euch besser geht als Förderung, damit es unseren Talenten besser geht? Klar, du hast zum einen gesagt, der Bund muss das Ganze als gemeinnützig, glaube ich, wäre der erste Schritt, dass man es als gemeinnützig anerkennt, dass es als Sport anerkannt wird. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber zumindest diese Gemeinnützigkeit, wie kann man das erreichen? Also, was können wir zum Beispiel auch? Also, was die E-Sportler, die Community, was kann die Community tun, damit der Bund vielleicht irgendwann mal sagt so, ach ja, da steckt ja mehr hinter als einfach nur Profit. Ich glaube, die Verantwortung jetzt auf die Community legen, also Nee, die keine Verantwortung, aber Community oder was kann? Gibt es da irgendetwas? be who you are, das ist einfach so dieses, also allein, das ist ja, also in Deutschland spielen 34 Millionen Menschen Computerspiele. Ungefähr 10 Millionen betreiben aktiv, spielen kompetitiv. Das ist so eine riesengroße Zielgruppe, die kopfschüttelnd so Pseudodiskussionen, glaube ich, so würde ich sie fast nennen, verfolgt und halt sagt, es ist aber auch eigentlich ehrlicherweise egal, also ob es jetzt Sport ist oder nicht, das ist gar nicht wichtig. Genau. Es ist wichtig, dass es respektiert wird, was da geleistet wird, dass es eben da um Höchstleistung und wirklich Exzellenz geht. Und ich glaube halt, da ist es auch sowieso eine Generationenfrage, weil wenn du jetzt mit jemandem unter 30 sprichst, für den ist das Teil seiner Alltagslebenskultur, gar keine Frage. Wenn du ältere Menschen sprichst, die haben sich schon, also die haben davon gar nichts mitbekommen, die wissen gar nicht, worum es geht, die kommen dann mit den alten Dogmen und Schemen. Ich glaube halt, die Szene oder die Community tut eigentlich, ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Also wir müssen es weiter professionalisieren, wir müssen uns alle und die Stakeholder, so nennen wir das ja relativ häufig, also Veranstalter, Publisher, Organisationen, das Ecosystem muss sich aber auch seiner Verantwortung bewusst werden und eben auch nicht nur sozusagen die Chancen nutzen, sondern auch an den Anführungsstrichen Risiken arbeiten. Also wir haben gerade über ein paar Themen gesprochen, Hate Speech, Toxicity, Diversity. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich persönlich spüre halt und auch mit jedem, mit dem wir reden, eine mega hohe Bereitschaft, auch an diesen Themen zu arbeiten. Und allerdings, wenn du jetzt mal das Thema Hate Speech, Toxicity, Cybermobbing nimmst, dann ist es ja kein E-Sport-spezifisches Thema, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich Absolut. glaube halt, dass wir als E-Sportler da der Gesellschaft unheimlich viel geben können, indem wir vielleicht oder Spieler wie Chan mit ihren Möglichkeiten, sich aktiv dagegen zu stellen, wahrscheinlich der effizienteste Weg sind, so ein großes gesellschaftliches Thema positiv zu beeinflussen. Und das ist dann eins von vielen, vielen Argumenten, die zwangsläufig dazu führen müssen, dass jetzt die formalen Prozesse wie Gemeinnützigkeit endlich geschaffen werden, zumal, also das, wo ich mich am allermeisten darüber aufrege, ist halt, dass wir relativ häufig mit dem Begriff konfrontiert werden, soziale Isolation, die sitzen alle zu Hause alleine. Ja, wie lächerlich ist denn bitte das Argument, wo sollen sie denn hingehen? Also wenn wir keine Räume, keine Strukturen schaffen, um sozial zu interagieren, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass jemand jetzt alleine zu Hause sitzt. Und wenn ich, da sind wir bei dem Punkt der Gemeinnützigkeit, wenn die bürokratischen Hürden, die ich heute habe, um einen Raum zu schaffen, wo Spieler gemeinsam spielen können, sind einfach noch viel zu hoch. Und das kann nicht so weitergehen. Und ich glaube aber, wir müssen einfach unseren Job machen. Wir müssen weiter an der Professionalisierung des Ökosystems arbeiten. Wir müssen uns einer Verantwortung bewusst werden. Aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann wird das andere folgen. Gibt es denn eine Anlaufstelle, wo sich, egal welche Art von Leuten, die sich mit euch auseinandersetzen wollen, also sei es Sponsoren, sei es Organisationen, sei es aber auch Talente, die sich über euer Machen informieren können? Ihr habt ja sicherlich eine Internetseite. Wie genau lautet die? Sag das mal für die Kamera, dann haben wir da nochmal ein bisschen Werbung gemacht. Ich finde das sehr wichtig. Super, Dankeschön. Also ist relativ simpel, ist esportsplayerfoundation.org. Da steht schon relativ viel. Ansonsten halt findest du uns natürlich auf Twitter. Und wir antworten tatsächlich auch echt gerne auf alles. Also wenn jemand Lust hat, irgendeine Frage zu stellen, einfach die üblichen Kanäle, wenn du uns googelst, findest du uns auch. Organisationen sollten uns hoffentlich jetzt alle kennen auch. Also wir freuen uns auch wirklich, und das ist uns auch ehrlich ganz, ganz wichtig. Also
Wir verstehen uns als Dienstleister, als breite Initiative des E-Sports. Und die lebt davon, Feedback, Input, auch Kritik zu kriegen. Also was können wir besser machen? Wo müssen wir noch mehr tun? Wo wollen wir hin? Weil das Ding wird dann funktionieren, wenn wir alle das so als unsere Institution betrachten. Und die gehört keinem und die führt auch keiner alleine, sondern es ist unsere Institution, mit der wir gemeinsam eine Chance haben, echt was Geiles zu erreichen. Und da ja, haben wir uns vor einem Jahr aufgemacht, weit weg davon, dass alles geil wäre, aber ein bisschen was ist schon passiert und es ist auf einem coolen Weg. Und es macht auch einfach Höllenspaß und es ist auch geil, jetzt Daniel, also das, was er da tut und was er mit Sprout macht, das ist ja auch alles nicht selbstverständlich. Und also, dass wir da immer mehr sozusagen von den wichtigen Figuren Freunde und Unterstützer gewinnen, die halt auch das als ihrs betrachten, das ist eigentlich das Schönste, was im letzten Jahr passiert ist vielleicht. Sehr cool. Ja. Was wolltest du noch sagen, Daniel? Ja, man muss auch mal ehrlich sein, vieles kannst du als Organisation halt zum Beispiel auch nicht leisten, deswegen bin ich froh, dass es die EPF gibt. Was wir zum Beispiel gar nicht können ist, ich kann nicht zu einer Steuerkanzlei hingehen und kann sagen, berate mal meine Spieler umsonst, weil was jucken denen da vier Spieler, so eine große Kanzlei. Das kann aber die EPF halt machen für alle Spieler oder mit Sportpsychologen und so. Das sind Dinge, das sind ja auch auf die Hände gebunden. Auch wenn du als Organisation hingehst, zum Beispiel zu einem Sportpsychologen, was die teilweise an Geld von uns verlangen würden, da kostet ein Sportpsychologe für meine Spieler mehr als ein Spieler im Monat. Also das ist schon enorm, was da an Summen teilweise aufgerufen wird. Und da bin ich halt, also da bin ich sehr dankbar dafür. Und wie gesagt, ich glaube einfach vieles, wie soll man als Organisation ein Talenttag offline fabrizieren, wenn du am Ende nur einen davon vielleicht maximal fördern kannst. So. Und aber wenn die EPF das macht für viele und wir als Organisation uns daran beteiligen, ist das nur der richtige und gute Weg. Und ich hoffe einfach, dass der Sport oder der E-Sports, an dem wir alle lieben, dass der durch immer mehr Akteure, die einfach dafür Herzblut und Zeit reinstecken und auch durch Wissen, was von außerhalb kommt, weil das ist auch sehr wichtig, dass Jörg zum Beispiel in den ersten Gesprächen hat man schon gemerkt, dass von vielen Ahnungen, wo ich gar keine Ahnung habe und ich habe so viel dazu gelernt, aber er war auch immer offen dafür, das auf den E-Sports auszurichten und hat nie für sich gesagt, ja, ich weiß, wie das läuft. So, ich weiß, wie es läuft im traditionellen Sport, gib mir Input, wie es im E-Sports ist und dann finden wir genau den Weg, wie es im E-Sports sein muss. Und ich bin froh, dass wir Chan haben und ich bin richtig froh, dass er auch von seiner Familie so unterstützt wird und dass ich von seiner Mutter bestimmt eine Merchimek bekomme, weil Chan kommt am Wochenende vorbei und dann kriege ich wieder türkische Linsensuppe, da freue ich mich immer ziemlich drauf. Nein, also Chan kommt jetzt auch direkt ein paar Tage zu in den Bootcamp, wo nur ich jetzt da bin. Wir machen ein paar Mediasachen mit ihm, ist direkt, damit da auch ordentliche Fotos und so da sind und das ist auch cool. Und dann in unser nächstes Bootcamp, wo das gesamte Team da ist, wird er auch kommen, ein paar Tage. Müssen wir halt immer mit der Schule natürlich abpassen. Sehr cool, sehr cool. Chan, sehr viel Euphorie hier. Du kannst doch mal sagen, was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Was hast du dir ausgemalt? Also wo möchtest du hinkommen? Was hast du dir als Ziel gesetzt? Also meine Ziele sind es, natürlich erstens mein Abitur zu machen und nebenbei möglichst sehr erfolgreich E-Sport zu sein. Gewünscht habe ich mir an der Spitze eines Tages mit Sprout zusammen zu sein, in einem deutschen Team. Und ich denke, dass man das auch mit diesen Jungs zusammen schaffen kann, mit ganz viel Arbeit. Und ja, ich selber möchte mich natürlich weiterentwickeln und auch einer der besten deutschen Spieler bald werden. Und das sind meine Ziele und Pläne mit Sprout zusammen. Sehr cool. Dann vielen Dank euch da draußen. Hier nochmal die Bauchbinden eingeblendet. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal ein paar Likes, Follows auf den Social-Media-Kanälen dalassen. Auch bei der eSports Player Foundation, bei Sprout einfach mal die Kollegen ansurfen und einfach mal ein Like dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und falls ihr noch Fragen habt, auch gerne unter unseren Kanälen einfach mal ein paar Fragen dalassen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao. You